Wird immer behauptet, dass die Pause dafür da sei, aber ich war immer der Meinung, dass die Pause dafür da ist, um mit einem Tennisball Fußball zu spielen und mit den Mädels zu quatschen. Was macht ihr eigentlich immer in der Pause? Ja, wir stehen einfach nur rum. Lost Generation. Tatsächlich muss aber der Lehrer in der Stunde weder das Essen und Trinken erlauben, weil das natürlich erheblich stören kann, wenn da einer sein Frickerbrötchen rausholt und anfängt rumzurülpsen. Das stinkt ganz schön. Im Notfall gilt natürlich was anderes, wenn einer kurz vorm Zusammenklappen ist, dann kann er auch durchaus mal was trinken.